Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge von der PES 2020 Trainerkarriere mit dem FC Bayern München. Ich weiß nicht, was ihr mir unter die letzte Folge geschrieben habt, denn ich nehme die hier direkt im Anschluss auf. Aber wir haben auf jeden Fall zwei super Spiele gehabt und vor allem das gegen Mainz war so, so spannend. Ihr seht es hier, 3-2 haben wir gewonnen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, rechts einmal oben beim i vorbeischauen, denn ja, es war so krass spannend. Also wir haben echt unglaublich knapp gewonnen, das sieht man ja am Ergebnis, aber unglaublich viel Spannung da drin gehabt. Und es gab einen Spieler und der heißt Erling Braut Haaland und der hat uns das Ganze gerettet. Egal, wir schauen noch mal kurz auf die Tabelle. Wolfsburg ist auf Platz 8, Leipzig ist auf Platz 3, das sind beide Gegner der heutigen Folge. Gegen Wolfsburg müssen wir auf jeden Fall gewinnen, weil ich natürlich den Punkteabstand zu Schalke, Leipzig etc. nicht verlieren will. Haaland bekommt Startelf-Einsatz. Davis, da wollen wir ran. Der ist ja leider bei uns links außen und nicht Linksverteidiger, weil das zweite Kader-Update hier leider nicht mehr mit drin ist. Aber so ungefähr will ich die Aufstellung mal lassen. Ach komm, wir tun Nübel rein, ist mir egal. Haaland, den haben wir jetzt von Anfang an mit drin. Der ist natürlich eigentlich ein Spieler für Einwechslungen. Haben wir ja sowohl in echt als auch bei uns schon gesehen. Aber hier ist er jetzt von Anfang an dabei und hat auch die erste Großchance für die Bayern. Vielleicht bringt er uns sehr viel Glück von Anfang an. Also Fitness schon muss ich eigentlich auch mal wieder ein bisschen. Denn wir haben jetzt schon wieder ein paar in der Startelf, die noch nicht ganz fit sind. Und das werden natürlich immer mehr. Ein Guard gegen Leipzig oder so habe ich da, boah, gar keinen Bock drauf. Jawohl, Erling Braut Haaland, 1-0 in der 23. Spielminute. Es ist so schön, den zu haben. Ich sag's euch ganz ehrlich. Also, ich finde, er passt in echt zu Dortmund. Er passt in echt nicht unbedingt zu den Bayern. Deswegen kann ich, wie gesagt, verstehen, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, dass der Transfer für einige so lala ist. Aber ich bin so froh, den zu haben. Der macht das einfach, er macht es einfach gut und macht immer wieder ein Tor. Und ist auf einem guten Weg hier bei uns richtig krass einzuschlagen. Und 2-0, Kingsley Coman. Das ist auch ein guter Spieler, der aber lang nicht mehr getroffen hat, muss ich sagen. Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich glaube zu wissen, dass er echt lang nicht mehr getroffen hat. Hier der Pass von Haaland und dann habe ich es ausnahmsweise mal gut gemacht. Hätte auch direkt schießen können, hätte bestimmt auch gut funktioniert, aber ich habe den einen Abwehrspieler noch umkurvt und auch gut umkurvt, um dann ins lange Eck zu schieben. Das hat funktioniert. 2-0 ist auf jeden Fall sehr schön. Boah, nicht schlecht. So, 2-0 zur Halbzeit. Ja, kann man mitnehmen. Da müssen wir dann das 2-0 noch gut über die Runden bringen. Wenn wir nicht hier in Rückstand geraten, ja. Aber was heißt Rückstand? Aber 1-2. Direkt nach der Halbzeit. Felix Klaus mit dem 1-2. Ja, scheiße halt, ne? Und genau über die Seite, wo Alaba wirklich nicht ganz so fit ist. Das liegt jetzt nicht an ihm. Das war eher der Fehler, dass ich mit Upamecano aufgemacht habe. Da ist auch für Nübel nichts mehr zu machen. Aber ja, direkt nach dem Anpfiff, dem Wiederanpfiff, ist natürlich bescheiden. Mann, ich würde gern mit Davis als Linksverteidiger spielen. Der macht echt Bock und mit dem kann man auch spielen. Aber nicht als linker Außen. Den muss ich eigentlich auch runternehmen. Das passt einfach nicht. Ja, der war natürlich ganz safe jetzt. Erling Braut Haaland macht sein 7. Tor für uns innerhalb von 3 Spielen. Ja, fast so wie in echt. Nicht ganz, aber fast. Ja, da ist der eine Verteidiger vorbeigerutscht und dann war die Nummer ganz, ganz safe für Haaland. Und das 3-1 tut uns unglaublich gut. Und jetzt wird Haaland noch in Manndeckung genommen. Tja, das hindert ihn nicht am nächsten Abschluss, aber am nächsten Tor.
Das gibt's nicht. 2 zu 3. Fuck. Mann, wieder Felix Klaus. Und wieder über die Seite. Ich habe jetzt gerade schon gewechselt. Das ist unpraktisch. Weil mit den 3 zu 1 habe ich mich jetzt ein bisschen sicherer gefühlt, um zu sagen, hey, ich krieg das schon noch hin. Aber jetzt ist nur noch ein Tor. Und jetzt kriege ich es nicht mehr hin. Ich habe mit Upamecano gegrätscht. Habe auch ein bisschen auf Nübel gehofft. Beides hat nicht funktioniert. Nur noch ein Tor Abstand und es sind noch 25 Minuten zu spielen. Und ich bin mit meiner Elf nicht ganz zufrieden, die da auf dem Platz steht. Jawohl! Gott sei Dank! Oh. Thomas Müller, auch der eingewechselt neu, kriegt ihn da von Alphonso Davies aufgelegt. Ah, Davies zeigt auch mal was Gutes in diesem Spiel. Wie gesagt, ich spiele den, also in echt finde ich den mega. Es ist mein absoluter Held dieser Saison, sag ich mal. Ja, und auch in, ich habe nach dem Kader-Update, wo Davies Linksverteidiger ist, da habe ich ihn auch schon oft gespielt und sehr, sehr gerne gespielt. Aber hier als linker Außenstürmer und vor allem in diesem heutigen Spiel hier überzeugt er mich überhaupt nicht. Nervt mich teilweise sogar eher. Und deswegen freut es mich jetzt umso mehr, dass er hier dann die Vorlage geben konnte für Thomas Müllers 4 zu 2. Und da ist Davies schon wieder. Und jetzt halten wir einfach mal drauf. Davies. Okay, ich ändere meine Meinung. Davonzi. Jawohl. Das ändert jetzt nichts daran, dass ich ihn wahrscheinlich trotzdem auswechsle. Ja, wobei, ich könnte auch... Komm, ich wechsle Perisic ein für Coman. Alter, ich habe die ganze Zeit echt nur Schlechtes über ihn sagen wollen und auch jetzt sogar gesagt. Und dann macht er eine Vorlage und selber einen Treffer. Und jetzt ist er wieder geil. Und da macht Davies die nächste Vorlage. Und aus dem 2 zu 3, wo ich schon Angst hatte, wird ein 2 zu 6. Was ist denn jetzt los? Der Alphonso Davies. Okay, ich glaube, ich lasse den jetzt immer spielen. Ja, natürlich ein bisschen Glück, dass der Torwart ihn dann nicht weiter wegkratzen kann. Aber an sich trotzdem, die Vorlage von Davies müsste für ihn zählen. Nicht schlecht. Und Haaland steht richtig, ist ein Knipser und macht hier das das 6 zu 2. Seit der 20 Minuten vor Schluss oder so dachte sich Davies, glaube ich, jetzt füge ich mich mal ins Spiel ein. Und seitdem ist er so gut. Und alles, was ich über ihn sagen wollte und gesagt habe, ist quasi hinfällig. Das ist so krass. So, 2 zu 6. 2 Tore kassiert, muss man schon sagen. Aber 6 Tore gemacht. Heftig. Also damit hätte ich null gerechnet. Ich dachte, dass es ein knappes Spiel wird. Und dann wurde es ja auch knapp. Düsseldorf, Wolfsburg. Wolfsburg hat da wirklich gut angefangen. Hätte auch die Führung machen können. 2-0 zur Halbzeit. Nicht schlecht. Dann kriegen wir direkt das 2-1, dann mache ich das 3-1, ich dachte, okay, jetzt ist es entschieden. Dann kommt das 2-3 von Wolfsburg und ich dachte so, oh mein Gott, scheiße. Und dann kommen irgendwie Davies und geht richtig ab und legt eins vor, ne, zwei vor und macht eins selber rein. Und dementsprechend steht es 2-6, 6 Tore geschossen. Heftiger Scheiß. Und Schalke verliert gegen Hoffenheim. Und Leipzig verliert gegen Gladbach. Das ist ja nice. Ich glaube, Thiago und Sané wollen mich ein bisschen verarschen. Beide mit dem Balken nach unten. Ist mir aber egal. Ich lasse die auf jeden Fall spielen. Und muss natürlich hier gucken, dass wir ein paar Tore machen. Das ist ja ganz klar. Ne? Zu Hause in der Allianz Arena, das ist der einzig geile Vorteil.
gegen Leipzig zu spielen, mit einer Elf, wo zwei Spieler einen Balken nach unten haben. Der eine macht Dekmar, zum anderen einen Fehlpass. Und natürlich auch mit dem ein oder anderen Fitnessproblem. Das ist alles nicht so nice. Das einzig Geile ist, wie gesagt, dass wir zu Hause sind. Thomas Müller! Das war so knapp. Das war so knapp. Die zeigen nicht mal die Wiederholung. Ist das frech. Nein! Nein! Timo Werner! Scheiße! Ich wusste es schon. Ist das dumm? Wir liegen hinten. Genauso wie im letzten Heimspiel gegen Mainz. Hier, der Pass von mir war schlecht. Und dann habe ich Süle rausgeholt. Und das war der Fehler. Wie gesagt, ich bin irgendwie noch nicht perfekt eingespielt. Ich weiß nicht warum. Ich spiele ja jetzt schon ein bisschen. Aber das war echt schlecht. Den darf ich da nicht so rausholen. Weil da ist natürlich dann die Lücke offen. Und ein Timo Werner, der geht dann da in die Lücke. Und Lewandowski. Robert Lewandowski, Saisontor Nummer 21. Werner hat Nummer 12, wir Nummer 21. Schön, dass wir das auch mitkriegen und wissen jetzt. Oh, Täumle. War nicht der schönste Spielzug. Aber schlecht war es nicht. Für den Torwart ein bisschen verwirrend. Perfekte Sicht hat er auch nicht. Die Ecke gut getroffen und Lewandowski ist eiskalt und macht ja fast im Anschluss, auch ähnlich wie bei Mainz, das 1:1. Auch wenn wir in der letzten Zeit wirklich, finde ich, viel zu viele Gegentore kassieren. Weil unsere Tordifferenz ist zwar geil, weil wir ziemlich viele Tore schießen, haben ja auch die ganzen Spiele gewonnen. Das heißt, wir schießen immer mindestens eins mehr als unsere Gegner. Gar zum Beispiel vier. Aber wir kassieren halt auch immer wieder welche. Und ich glaube, dass irgendwie Dortmund oder Schalke sehr nah mit den Gegentreffern hinter uns war. Wir waren zwar Platz 1, aber die waren sehr nah hinter uns mit der Anzahl der Gegentreffer. Ah, nicht so schön gemacht von Sané. Und wir kassieren jetzt immer wieder eins. Immer und immer wieder. Gegen Wolfsburg 2. Gegen Mainz 2. Gegen Leipzig jetzt schon 1. Und Latte. Ah, habe ich nicht perfekt gemacht. Das musste ich aber schnell reagieren. Der Ball ist irgendwie abgetropft und lag da plötzlich rum. Und ich war natürlich mit Lewandowski eigentlich in einer guten Position. Gulaschi aber auch direkt vor mir. Und da musste ich überlegen, was ich mache. Und da habe ich direkt auf Lupfen gedrückt. Thiago! 2:1. Thiago Alcantara macht das Tor. 39. Spielminute. Schön und wichtig. Das war ein schöner Schuss. Ziemlich platziert. Zweite Reihe. Thiago sowieso ja ein guter Techniker, sag ich mal. Torwart sieht nix. Da kannst du überhaupt nichts machen. Schön. Ja, das wollte ich auf jeden Fall sagen. Also ich musste vorhin mit Lewandowski dann schnell irgendwas machen und habe dann im ersten Moment halt einfach schnell gedacht, so, der Torwart ist vor mir direkt. Das heißt, lupfen hätte natürlich funktionieren können, wenn ich nicht so krass stark gelupft hätte. Aber vielleicht wäre es sogar besser, wenn ich einfach ein bisschen stärker geschossen hätte und damit über den Torwart geschossen hätte. Boah, das war auch gefährlich. Halbzeit. Ja, verdient, würde ich mal sagen, dass wir hier führen. Aber es ist knapp. Und das wird wahrscheinlich noch knapper werden. Was mir gerade so ein bisschen bewusst wird. Wir haben ja Upamecano von Leipzig gekauft. Und die wollten uns nicht Werner verkaufen. Hilfe. Was auch immer das jetzt bedeuten soll. So, aber mir ist es auf jeden Fall jetzt bewusst geworden. Timo Werner probiert es immer und immer wieder. Neuer hat aktuell schon, ich glaube, 3-4 Bälle in den letzten 5 Minuten gehalten.
Oh, Gnabry, Müller, Scheiße, Dreck. Irgendwie ist Gnabry zu langsam gewesen. Also der hat den Ball zwar cool geholt, aber dann ging irgendwie nicht mehr richtig viel. Oh Mann, Müller! Das gibt's doch nicht. Warum treffe ich mit dem in letzter Zeit nicht mehr? Also der kommt immer wieder in gute Chancen rein. Aber irgendwie kann ich mit ihm in letzter Zeit nicht mehr so netzen. Also was heißt in letzter Zeit? Ich habe ja vor 2 Spielen oder so wieder getroffen. Aber so richtig häufig, regelmäßig, verlässlich nicht. Oh nein. Oh shit, war das gut von Neuer. Lecco mio. Der wäre komplett frei gewesen, der eine Stürmer. Und irgendwie mit Neuer und Zeug und irgendwie vorbeigelenkt. Okay, wir müssen echt gucken, dass wir diese guten 5 Minuten noch von der Uhr bringen. Es ist nicht mehr viel Zeit. Und ich muss jetzt nicht unbedingt noch ein Gegentor kassieren. Das habe ich nicht unbedingt nötig. Vor allem, weil wir ja eigentlich die beste Mannschaft waren bisher. Gerade wird Leipzig richtig stark und das muss nicht sein. Warum macht das Müller? Aber Müller macht es wieder gut. Und Lewandowski, komm schon! Er wäre fast reingekullert. Das gibt's nicht. Dass der nicht drin ist. Ey, so ein Glück. Das war so knapp. Alter, ich konnte nicht dazwischen kommen. Ich habe es nicht geschafft. Die haben einfach hin und her gepasst. Und das war so knapp. Aber wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft, gegen Leipzig auch noch zu gewinnen. Siegesserie hört nicht auf. Es geht weiter und weiter und weiter. 2:6 gewonnen und 2:1 in der heutigen Folge. Ich hoffe nur nicht, dass meine Siegesserie genau im DFB-Pokal verkackt. Also, das wäre total dumm. Alter, ganz häufig 0-0 hier. Oder ganz häufig eine 0. Also 0-0, 0-1, 0-0, 0-0, 0-1, 0-2, 0-1, 0-3. Also wenig Tore gefallen. Schalke gewinnt, Dortmund gewinnt auch. Leipzig konnte ich besiegen. Das heißt, mein Punkteabstand bleibt identisch bis auf Leipzig. Die konnte ich auf jeden Fall nach unten schieben. Frankfurt jetzt auf Platz 4 und die müssen... Ja, gegen die müssen wir auf jeden Fall ran im nächsten Spiel. DFB-Pokal Viertelfinale ist das. Ich will natürlich ins Halbfinale. Ich will eigentlich auch ins Finale. Und wie gesagt, ich hatte eine lange Siegesserie. Das wäre echt sehr, sehr scheiße, wenn die jetzt genau in dem DFB-Pokalspiel reißt. Also hoffe ich mal, dass das wirklich klappt. Dementsprechend sehen wir uns dann hoffentlich in der nächsten Folge, wenn ihr dann wieder mit einschaltet. Ansonsten haben wir dann noch Hoffenheim. Und in der übernächsten sehen wir dann schon Champions League. Da freue ich mich auch ganz besonders drauf. Schaltet ein, bis dahin, haut rein und ciao, ciao.